Ich möchte euch heute die Weltzeit von 2016 vorstellen. Endlich kommt es dazu, das Jahr 2016 Revue passieren zu lassen. Ich möchte euch heute meine Buch-Highlights 2015 präsentieren. So, dann gucken wir mal auf den Substand. Willkommen zu meinem Jahr. Hallo ihr Leseratten und willkommen zu meinen Buchreihen von 2022. Ich habe es in Kategorien eingeteilt. Begonnene Reihen, fortgesetzte Reihen und beendete Reihen. Ich habe hier also drei große Stapel neben mir stehen, um mich rumstehen, mit Büchern, die zu Reihen gehören. Ja. Wir fangen mit den begonnenen Reihen an und ich muss mal gucken, was für E-Books ich habe. Denn in den jeweiligen Reihen, weil mit denen würde ich anfangen, sonst vergesse ich sie wieder. Ich habe ja hier nur die Printbücher neben mir stehen. Und dann sage ich euch auch zum Schluss noch ein paar Zahlen nach jeder Kategorie. Und ja, puh, ich hatte gerade diesen ganzen Stapel mit diesen begonnenen Reihen auf meinem Arm. Jetzt bin ich ein bisschen außer Atem, aber gut, wir fangen an. Mit den E-Books, wie gesagt. Und zwar ist das erste, was ich begonnen habe, How to be Happy, Liliennächte von Kim Leopold. Ich hatte ja mir vorgenommen, in diesem Jahr, also im letzten Jahr, mehr New Adult zu lesen. Und das war halt das erste, was mir in die Hände geflogen ist im Jahr 2022. Und deswegen habe ich damit auch begonnen. Und ja, das ist quasi das erste, die erste begonnene Reihe, How to be Happy. Dann habe ich eine Kurzgeschichte gelesen, die zu einer großen Reihe gehört, die viele von euch schon kennen, und zwar Throne of Glass, nämlich Selenas Geschichte 1. Das ist eine, gibt es auch als Sammelband, als Printausgabe. Dann heißt es, glaube ich, nur Selenas Geschichten oder so. Ich habe es auf jeden Fall auf meine Wunschliste gepackt, damit ich mir das Buch immer mal hole, damit ich dann davon eben dann ausgehend die anderen normale Buchreihe lesen kann, weil das irgendwie die Vorgeschichte davon ist, so Vorgeschichten, das sind ja mehrere, das sind ja 5 Geschichten. Und dafür habe ich eben die erste gelesen und war doch ganz begeistert und freue mich dann darauf, mal weiterzulesen irgendwann. Es hat Zeit, aber ja. Und genauso eine Vorgeschichte war auch Dark Elements, bittersüße Tränen, ich will mal Träume sagen, keine Ahnung. Lennons Geschichte, The Throne of Glass, müsste man eigentlich kennen, Sarah J. Maas. Dark Elements von Jennifer Armentrout, von der habe ich auch nichts gelesen und war auch da sehr überrascht über den Schreibstil. Und ja. Genau. Als nächstes gibt es noch ein Hörbuch. Da habe ich den dritten Band allerdings gehört von der Trilogie, wo aber natürlich verschiedene Charaktere sind. Man weiß da natürlich schon, was davor so ein bisschen passiert ist mit anderen Charakteren, anderen Liebespaaren. Aber nichtsdestotrotz habe ich nur drei kleine Worte, den dritten Band von A History of Us gelesen, wo es auch um einen Mittelaltermarkt geht. Und das war wahnsinnig lustig gewesen. Und ja, das war auch top. Und genau. Dann weiter geht's mit einem weiteren zweiten Band, den ich gehört habe. Und zwar Empty Hands. Warum nicht mal Empty Hearts? Ich glaube, so heißt der erste Band, oder? Furchtbar. Auch da hat man schon einen kleinen Tick, was im Band davor passiert. Ich muss mal gucken, ob ich mir irgendwann wirklich so ein von Storytel, ich glaube, da gibt es das nur, so ein Probeabo machen, damit ich den ersten Band hören kann. Muss ich mal schauen. Irgendwann mal. Genauso habe ich gehört, der Professor von John Katzenbach. Da gibt es inzwischen ja auch den zweiten Band, den ich auch hier habe, den ich auch begonnen habe zu lesen. Das hat aber irgendwie nicht so ganz gepasst, deswegen steht er immer noch ungelesen hier oder halb gelesen hier. Genau, was habe ich denn hier noch? Dann In den dunklen Gassen von Mayfair, auch ein ganz, 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 ganz tolles Buch. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen, hat von mir, glaube ich, eine 4 Sterne bekommen, weil irgendwie so ein bisschen was. Aber da möchte ich auch unbedingt weiterlesen. Es ist so eine Reihe, wo ich dachte, es spielt im 19. Jahrhundert in England, aber es ist doch schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber das ist ja ein Übergang, das ist ja schleichend. Und es war einfach so toll. Es sind viele, viele Charaktere, es sind viele, viele Wendungen und so weiter drin. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr. Andrea Penrose, genau, ich muss gerade überlegen, wie die Autorin heißt. Einfach nur großartig, wie also auf 19. Jahrhundert England und sowas steht, so wie ich, mit Krimis und so weiter und so fort, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht es dann mit... genau, das habe ich auch schon ewig auf dem Sub gehabt, ich war 2013, und zwar die Nachtjägerin, der erste Band, Wolfsjagd von Hannah Sieban. Eine wunderbare Geschichte für Halloween. Da gibt es noch einen zweiten Band, den werde ich jetzt dieses Jahr zu Halloween lesen, ist schon auf meiner Liste drauf. Und da freue ich mich auch drauf, wie das dann weitergeht. Ja. Und weiter geht es mit Verliebt in Clarkson, Band 1. Winterzauber in den Rocky Mountains von Melody Rose. Auch richtig, richtig toll. Hat mir auch gut gefallen. Auch da möchte ich unbedingt dann vielleicht dieses Jahr dann schon den nächsten Band lesen. Oder vielleicht auch beide. Es gibt ja eine Trilogie. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wie es da weitergeht. Und mit anderen Charakteren wahrscheinlich dann auch. Aber ja,
hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Dann ein Buch, was mir weniger Spaß gemacht hat, wo ich dann kurz vor Ende des Jahres nochmal reingehauen habe, ist Liebe, Eis und Weihnachtsstreusel von Nadine Mari. Und ja, ich habe in meinem Lesemodell dazu ja schon was gesagt. Das ist einfach, die Handlung war einfach für mich so merkwürdig. Die Protagonistin war merkwürdig. Alles in allem war es einfach für mich ein komisches Buch. Und ich habe noch zwei Bücher von der Autorin, oder eineinhalb Bücher von der Autorin hier als E-Books. Und wenn das eben auch nichts ist, dann kommt die Autorin für mich nicht mehr in Frage. Aber das werden wir sehen, wenn ich einen beiden Bücher gelesen habe. Also zumindest den zweiten Band gelesen habe und das andere ausgelesen habe. Und den dritten einfach mal angefangen. Ich glaube, sie fangen sogar mit dem dritten an. Der spielt auch noch im Winter. Ja, also die Gäste noch ganz gut. Dass ich mal gucke, ob das genauso komisch ist und dass ich dann einfach sage, die beiden können jetzt weg und dann ist gut. Muss ich mal sehen. Genau, das waren also die begonnenen Sachen, wo ich ein Hörbuch hatte oder eben das E-Book hatte. Jetzt kommen wir tatsächlich zu den Printbüchern, die auch keine, das ist sowieso alles keine Reihenfolge, wann ich es gelesen habe. Und ich würde sagen, wir starten mal. So, dann geht's los mit Monakasten Lonely Heart, Scarlet Luck Band 1. Und ich habe ja schon so viel Gutes von Mona Schreibsel gehört, dass ich es unbedingt mal ausprobieren wollte. Und dieses Buch hat mich wahnsinnig angesprochen, vom Klappentext her und allem, dass ich gesagt habe, okay, das wird jetzt mein erstes Monakastenbuch. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig begeistert. Allein von der Handlung, von den Charakteren, vom Schreibstil auch. Aber allein, dass die Charaktere eben nicht so 0815, wie ich gerne sage dazu, weil sie ja ihr Päckchen zu tragen haben und es einfach so, so, so schön war, das zu lesen. Und ich freue mich auf Fragile Heart, das ich hoffentlich auch bald lesen werde. Ich wollte endlich lesen, wenn es rauskommt. Dann kam mein, ich hoffe natürlich, wenn ich es sofort lese. Und im Moment habe ich hier so viele Bücher, ob ich auch möchte lesen muss. Aber das wird eines der nächsten Bücher sein, die ich auf jeden Fall mir zulegen werde, wenn ich gerade irgendwelche Neuerscheinungen dazukommen. Das sind ja auch noch so ein paar schwierige Sache, wenn man sich entscheiden muss, welche Bücher liest man als nächstes. Aber da möchte ich auf jeden Fall den zweiten Band unbedingt lesen. Dann habe ich ebenfalls den ersten Band, ist als erstes, warum sage ich den ersten Band? Ist egal. Für eine Autorin gelesen, die ich sehr, sehr gerne mag und dank Steffi ja überhaupt erst entdeckt habe. Und zwar Manuela Inusa, Lake Paradise, ich will immer Paradise Lake sagen, ich weiß auch nicht. Ein Zuhause für das Glück, der erste Band, wie gesagt, und es spielt im Herbst zur Halloween-Zeit. Hier geht es sehr viel um Mais, also wer Mais mag, ist hier bedient, keine Ahnung. Nicht unbedingt, aber es ist halt, man muss es mögen, dass da sehr viel Mais vorkommt. Und ja, auch hier möchte ich unbedingt den nächsten Band lesen, und zwar sobald er rauskommt. Hier hinten steht was vom März. Ich habe mir im Kalender jetzt notiert, dass es im Februar schon rauskommt. Ich bin mir gerade nicht sicher, der hat mir falsch notiert. Kann auch sein. Wahrscheinlich habe ich mir falsch notiert. Oder ist das im März rein Dings? Bald kommt der zweite Band raus. Und das ist eines der Bücher, das ich auf jeden Fall sofort lesen möchte, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, wie viele Bände es da geben wird. Hier drin sind auf jeden Fall schon mal zwei weitere abgebildet. Die wir auch schon vorbestellen könnten, wenn wir den wollten. Ja, aber das ist auch wieder so eine richtige Wohlfühlgeschichte. So eine kleine Stadt mit Tratschweibern und allem drum und dran und Zusammenhalt. Und ja, ich finde es einfach nur richtig, richtig großartig. Und sowas mag ich ja total gerne. Ein richtiges, tolles Wohlfühlbuch. Dann ein Buch, was alle gelesen haben und ich auch lesen wollte, bevor ich wusste, dass alles lesen. Das sage ich euch jedes Mal bei den Buchen, egal. Anywhere von Sarah Sprinz, der erste Band der Dunbridge Academy. Akademie, Internat, Schule, damit hat man mich ja sofort. Und das ist auch bei dem Band der Fall gewesen oder bei dem Buch. Und deswegen musste ich es auch lesen und ich habe es auch sofort gelesen, als es hier angekommen ist. Und ich habe es geliebt und ich musste unbedingt auf jeden Fall weiterlesen. Das ist... Ah, ich muss dem Buch, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Das ist in aller Munde und jeder hat es gefühlt gelesen inzwischen. Und ja, toll. Dann ein Buch, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, wo ich den ersten Band gelesen habe, den zweiten hier habe, beziehungsweise das dazwischen ist, glaube ich, die Kurzgeschichte. Ich glaube, nach dem Band kommt erstmal die Kurzgeschichte, die ich noch nicht gelesen habe und deswegen auch den zweiten Band noch nicht gelesen habe. Und es hat mich auch so ein bisschen... Kleine Sommerküche am Meer von Jenny Colgan. Ich habe von ihr schon ein weiteres Buch gelesen, auch im ersten Band, schon länger her, als letztes Jahr. Fand ich ganz gut und deswegen habe ich mich auf das hier gefreut, weil ich ja hier auch den dritten Band, meine ich, hier habe. Das Weihnachtsbuch, was ich eigentlich letztes Jahr unbedingt lesen wollte, was nicht funktioniert hat, weil ich ja nach dem ersten Band nicht weiterlesen wollte, weil es mich einfach gelangweilt hat. Es war einfach nicht so
schön, wie es mir vorgestellt hatte. Hier hinten steht ausgerechnet als beste romantische Komödie des Jahres und ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich frage mich, wo die Komödie da geblieben ist. Also lustig war es für mich überhaupt nicht. Eher langweilig, wie gesagt, aber ich hoffe einfach mal, dass wenn ich die Kurzgeschichte lese, in der es ja um ihre Freundin geht, also um Floras Freundin, und dann den zweiten Band lese, dass es mir ein bisschen besser gefällt. Aber die Kurzgeschichte muss ich mir erstmal kaufen, weil die habe ich halt noch nicht. Und kaufen ist ja gerade so eine Sache, ne? Kaufen möchte ich ja nur, wenn ich es dann sofort lese. Das heißt, ich muss Lust auf den zweiten Band haben, um dann die Kurzgeschichte zu lesen, die ja nicht dick ist, nicht lang ist und so weiter. Das ist ja eine Kurzgeschichte, von daher auch schnell weggelesen ist. Und ja, mal gucken. Dann ein Buch, was ewig auf meinem Sub lag und auch nicht der erste Band ist. Ich glaube, es ist der 6., 7., 8. Band. Ich vergesse es jedes Mal. Eine Reihe, aber für mich ist das dann der Auftakt einer Reihe, weil ich es als erstes Buch gelesen habe. Und zwar sagt, es tut dir leid, von Michael Robertham. Ja, auch das total lustig. Es ist ein Thriller, aber ich habe so viel gelacht wie noch nie. Also wie selten bei einem Thriller. Es gibt Thriller und Krimis, wo man lachen muss. Aber das hier war gerade am Anfang. Ich musste da so viel vorlesen, weil es einfach so lustig war. Und ja, Charaktere sind deswegen auch ganz, ganz toll. Die Spannung ist so ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz hat mir der Schreibstil gut gefallen und ich bin gespannt auf die anderen Bände von dieser Reihe. Ich habe noch, ich glaube, 2 Bände hier, die ich als nächstes lesen werde dann. Und mal gucken, wann. Ist ja immer die Frage, wann. Aber ich will es auf jeden Fall lesen und die gesamte Reihe deswegen auch lesen. Aber ja, ich lasse mir natürlich Zeit, ne? Ich habe noch ein paar andere Bücher hier. Dann eine Dilogie. Ich muss mal gucken, ob es den zweiten Band inzwischen wieder zu bestellen gibt, weil ich brauche auch unbedingt als Printausgabe. Und zwar Schneeflockentanz von Lea Freidinger, der erste Band der Letters of Love Dilogie. Das hier ist kein hundertprozentiges Wohlfühlbuch, auch wenn es da auch viel um Wohlfühlen geht und um Weihnachten und überhaupt. Und es ein Adventskalender ist, wo sie auch einen Adventskalender bekommt. In Briefform und mit Aufgaben und so weiter, hat es doch die ganze Zeit eine melancholische Stimmung. Sie muss nach dem Tod ihres Vaters auf die Ranch zurück und alles klären, was mit der Ranch passiert und mit dem Verwalter sprechen. Der Verwalter ist auch der Typ, der sie in der Schule immer, ja, sich über sie lustig gemacht hat. Und das ist natürlich dann nicht so ganz einfach für sie. Und die beiden müssten sich aber irgendwie arrangieren und wie das passiert und was dabei rauskommt, das müsst ihr natürlich selber lesen. Also es ist teilweise immer wieder, ich musste immer wieder Tränen vergießen oder schlucken, ja, weil es immer wieder traurige Passagen gibt. Nicht nur was halt den Tod des Vaters betrifft, sondern auch andere Dinge. Und ja, es ist eine melancholische Grundstimmung, aber trotzdem hat es mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher freue ich mich auf den zweiten Band, wo es mit ihrer beste Freundin Brooke gehen wird. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil Brooke ist ja bereits mit ihrem Mann verheiratet. Und mal gucken. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann damit weitergeht. Dann, Überraschung. Ich habe von Lisa von einer Buchmesse mitgebracht bekommen, auf der ich ja nicht sein konnte, weil es mir nicht gut ging, weil ich ja einfach mal angesteckt wurde von Daniel. Vielen Dank nochmal dafür. Und sie hat mir aber das hier mitgebracht. Fairy Tale Camp. Band 1, das märchenhafte Internat, also, nee, genau, das ist der Untertitel, von Corinna Villa. Und wer mich kennt, weiß, Märchen sind nicht unbedingt meins. Sie war ich jetzt extrem skeptisch, dachte aber, okay, Internat klingt schon wieder nicht schlecht. Wobei Internat auch irgendwie das falsche Wort ist, weil es ist ja auch ein Camp. Das heißt, sie lernen da zwar was, aber in den Sommerferien. Sie gehen in den Sommerferien in ein großes Schloss, wo eben dieses Camp stattfindet. Und ja, Nachfahren von Märchenfiguren wie Rotkäppchen, Rapunzel etc. Kommen in dieses Camp, um ihre, ja, märchenhafte Seite zu erleben, sozusagen. Und es gibt auch ein kleines Geheimnis, es gibt einen kleinen Kriminalfall mit drin, könnte man sagen. Und ich bin gespannt, wie es im nächsten Band weitergeht. Da erscheint Ende Februar, ist bereits vorbestellt. So eine Bücher bestelle ich dann sehr gerne vor, weil sie sind einfach dünn und schmal und lassen sich in einem Rutsch weglesen. Von daher ist es für mich kein Problem, das vorzubestellen, weil ich weiß, ich würde es am spätestens an dem darauffolgenden Wochenende sofort lesen. Punkt. Dann der Auftakt einer Dilogie, die keine Dilogie werden sollte. Eva Herrschaft von Franziska Schmania, eine Dystopie.
Und ja, auch das hat mich sehr überrascht, sehr, was heißt überrascht, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es war spannend und ja, natürlich muss es weitergehen. Man hat am Ende irgendwie so ein Loch, in das man fällt und man so, okay, und jetzt, wie geht's weiter? Daher bin ich sehr gespannt auf Martha, den zweiten Teil, den ich ja irgendwann mit Lisa lesen werde. Ich warte also noch so lange und gucke, wann wir das schaffen. Was heißt, ich warte so lange? Sie wird wahrscheinlich sofort lesen wollen, aber ich habe immer so, weiß ich nicht, muss ich gucken, wann es reinpasst. Aber irgendwann auf jeden Fall, in Kürze, nicht lange. Und ja, da bin ich auch, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Es geht hier auch viel um Feminismus, weil hier Frauen einfach behandelt werden wie einen Gegenstand teilweise. Sie werden halt zum Heiratsmarkt geschickt. Sie können sich keinen Partner aussuchen. Sie werden einfach da verkauft. Und es gibt eine Rebellion, die dagegen vorgehen möchte. Und Eva ist aber eine, die sich halt mit dem System arrangiert. Für sie ist es vollkommen normal. Und sie versteht nicht, was diese Rebellion soll. Und findet sich aber irgendwann mittendrin. Und das ist halt sehr, sehr spannend. Dann ebenfalls ein Auftakt einer eigentlich Trilogie. Es gibt aber mehr Bände davon. Und zwar von Redwood Love. Also von Redwood generell. Das nächste heißt ja Dreams, die nach der, ne? Nach der Trilogie von Kelly Moran. Es beginnt mit einem Blick. Und auch das hat mir sehr gut gefallen. Wieder ein Kleinstadtleben, wieder, aber auch ganz anders. Also es ist, das heißt wieder, es ist halt, ja, es macht Spaß zu lesen. Und ich habe in meinem Lesemodell auch schon ganz viel darüber gesprochen. Und wahrscheinlich kennt das Buch auch wieder jeder. Und ich bin halt eine, die es nicht liest, weil ich es immer wieder und überall gesehen habe. Aber es war jetzt Zeit, dass ich mir das zulege und lese vor allem auch. Und es sieht herbstlich aus, es spielt aber im Januar. Es wäre also jetzt die perfekte Zeit dafür, dieses Buch zu lesen. Mit Schnee und allem drum und dran. Ich finde das Cover ein bisschen irreführend in der Hinsicht, weil ja überall Blätter zu sehen sind auch. Und es herbstlich angehaucht ist, finde ich. Aber gut, es ist tatsächlich kein Sommerbuch, kein Herbstbuch, es ist ein Winterbuch. Und auf jeden Fall auch ein Wohlfühlbuch. Dann ebenfalls eine überraschende, neu zu mir kommende Reihe, die Daniel entdeckt hat, mitgebracht hat. Und zwar die Schule der magischen Tiere. Und seit diesem Buch bin ich dieser Reihe verfallen. Ich habe den Film gesehen, ich freue mich auf den zweiten Film. Ich habe auch schon die Hörspiele von, also nicht alle gehört, aber ein paar gehört. Es ist großartig. Ich liebe es. Und warte darauf, dass Karlchen den vierten Band endlich da hat. Weil, ja. Das ist Band 1, natürlich. Und ich kann dazu nicht mehr sagen. Das ist einfach nur toll. Dann ebenfalls der erste Band einer Dilogie ist Warcross Band 1. Den habe ich ja letztes Jahr von den lieben Sandy zum Geburtstag bekommen. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Und es war toll, das Ende war wow. Und ich habe den zweiten Band immer noch nicht gelesen. Spoiler. Aber ja, muss ich unbedingt und kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die Computerspiele mögen, die halt so Zukunftsbücher mögen, wo es halt viel mit, ja, es gibt nur ein Spiel, aber man hat halt eine Brille auf, wo man eben alles Mögliche dann sehen kann, Informationen und so weiter und so fort. Also eine Virtual Reality und da ist eben auch dieses Spiel verankert und ja, es ist einfach, es macht Spaß zu lesen. Aber es ist auch wahnsinnig spannend. Dann ein Überraschungsbuch aus dem Urlaub, das auch der erste bei einer relativ langen Reihe ist. Und zwar im Schatten der Hexen, Band 1, Hexenring von Katrin R. Rotowetz. Da habe ich ja gedacht, so, na mal gucken, ob mir das gefällt. Und ich bin mir nicht sicher, das Cover ist jetzt nicht so das Hübscheste. Aber ich wurde überrascht. Und ich möchte unbedingt weiterlesen. Es macht Spaß zu lesen, es ist spannend, es ist ein Harzkrimi, ein mystischer Harzkrimi. Und das Ende ist auch so Cliffhanger-mäßig. Und man denkt so, okay, verrückt. Von daher, mal gucken, wann ich hier den zweiten Band lese. Ich hatte mir auf die Leseliste für Halloween, also für Herbst gepackt, aber da stehen so viele Bücher drauf, dass ich das erstmal in Klammern gesetzt habe. Ob ich dieses Jahr weiterlese, weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwann zu Halloween Band 2 lesen. Dann der nächste Band der erste Band, die Todesküsserin von Sandy Mercier. Hat mir nicht so gefallen, wie ich es gehofft habe. Es war gut, aber ich habe schon andere Bücher von ihr gelesen, die mir besser gefallen haben. Ich bin natürlich auf die nächsten Bände gespannt. Den zweiten Band habe ich bereits auch hier noch nicht gelesen,
Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, da weiterzulesen. Ich glaube, inzwischen 3 Bände von der Reihe, wenn ich mich nicht irre. Und ja, von daher, es ist auch ihr Debüt gewesen. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten Bände noch ein bisschen spannender werden und noch ein bisschen besser werden. Aber wie gesagt, es ist nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein gutes Buch. Man kann es gut lesen. Es ist für mich einfach nur vorhersehbar. Ich habe so ein ähnliches Setting und alles schon mal gelesen. Vielleicht liegt es daran und die Auflösung war gleich. Ohne jetzt viel zu verraten. Und deswegen habe ich mir das beinahe gedacht. Es war auch teilweise offensichtlich, wer hinter dieser Todeskusserin steckt. Und von daher, ja, vielleicht liegt es auch nur an mir, weil ich zu viele Thriller gelesen habe. Kann natürlich sein, wenn andere es lesen, können sie sagen, oh, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Möglicherweise für mich war es halt vorhersehbar. Und das war das einzige Manko an dem mir. Ansonsten war es tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Buch. So. Kommen wir zum letzten Printbuch von dem angefangenen Buch rein, und zwar Und dann kam das Glück von Clara Simon oder auch von Ann-Kathrin Karschnick, Kuddel, wie auch immer man sie nennen möchte. Sie hat ja so viele Namen, noch mehr als ich es aufgezählt habe. Und ja, das ist auch ein Wohlfühlbuch und da gibt es auch einen zweiten Band zu. Eigentlich sollte es, glaube ich, 5 oder 7 Bände geben. Ich weiß nicht, ob danach noch wirklich welche weiteren kommen. Ich habe auch den zweiten Band noch nicht hier. Weil ja dann kam, ich ne, kaufe keine Bücher, ich lese es sofort und das war halt dann leider nicht Priorität. Und deswegen ist es noch nicht hier, obwohl ich es eigentlich vorbestellen wollte oder kaufen wollte, weil es erscheint. Aber ich muss unbedingt weiterlesen, weil gerade das Ende von diesem Buch ist so, na was denn nun? Ja, schlimm. Aber tolles Buch auf jeden Fall auch. Kann man nur empfehlen. Genau, vor allem für Fans von der Valerie Lane, von Manuela Nusa, ist ähnlich aufgemacht. Trotzdem ein bisschen anders, aber man kann es gut miteinander vergleichen. So, und jetzt werde ich den Stapel erstmal wegräumen und mir den nächsten Stapel starten, der hier ist, und euch dann die fortgesetzten Reihen zeigen. So, wieder außer Atem, wieder ein Stapel Bücher vor mir. Und diesmal geht es um die fortgesetzten Reihen. Ich habe übrigens vergessen zu erzählen, wie viele begonnene Reihen ich habe. Und zwar sind das 24, die ich neu begonnen habe. Und jetzt kommen wir zu den Fortsetzungen. Ich fange wieder mit den E-Books an. Da sind es aber gar nicht so viele, wie ich gerade sehe. Also wir haben einmal Herzklopfen von Little Falls von Karin Bell. Hui, meine Güte. Was auch wieder richtig, richtig schön war. Und ich liebe die Little Falls-Reihe, da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Und da musste einfach der nächste Band auch wieder her. Ist ja logisch. Und ja. Dann habe ich auch Wiedersehen Little Falls, den dritten Band von der eigentlichen Trilogie, die hier dann doch mal den vierten Band bekommen hat, gelesen. Deswegen ist es auch bei den Fortsetzungen dabei. Ja, und Flüsterwald, Schneechaos im Winterstein, die Kurzgeschichte zu Weihnachten, die es ja jedes Jahr gibt, die ist hier auch mit bei, weil es Flüsterwald. Genau, ansonsten ist alles tatsächlich Printbücher, die ich euch jetzt zeigen werde. Fangen wir in der unregelmäßigen Reihenfolge hier an. Und zwar Totenbändiger Band 5 bis 6, also 5 und 6. Unheilige Nacht von Nadine Erdmann. Und auch das ist eine wunderbare Reihe für Halloween. Hier geht es um Geister. Und wer Lockwood und Co. mag, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall mal anschauen. Gibt es auch einzeln als E-Book. Jeder Band einzeln, aber in Sammelband eben immer mit 2 Bänden. Ich warte darauf, dass Band 7 und 8 in der Printausgabe erscheinen. Laut der Autorin soll das irgendwann passieren. Ich hoffe, dass es dieses Jahr passiert, damit ich es zum Halloween lesen kann. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich die E-Books lesen. Und ich muss unbedingt weiterlesen, das geht nicht anders. Von daher habe ich mir erstmal Band 7 auf die Wunschliste, auf die Leseliste gepackt für Halloween und Band 8 in Klammern, weil ja, kommt drauf an, ob es den Sammelband schon gibt oder nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr große Empfehlung von mir. Der Schreibstil von ihr ist einfach super. Dann haben wir eigentlich den ersten Band, aber für mich ist es der, keine Ahnung wie viele Band, und zwar das Gespensterschloss von den 3 Fragezeichen. Ich habe davor das Buch als Graphic Novel gelesen, das Gespensterschloss. Und das war großartig. Auch diese Erklärungen, warum die 3 Fragezeichen existieren, beziehungsweise wie sie sich zusammengerauft haben, was es mit den Farben der 3 Fragezeichen auf sich hat und so weiter und so fort. Und warum Bob für Recherchen und Archiv zuständig ist. Einfach großartig. Wer es immer noch nicht weiß und den ersten Band nicht gelesen hat, sollte das auf jeden Fall tun. Ich habe sowohl die Graphic Novel, die hier, glaube ich, nicht draufsteht, weil ich jetzt hier das Buch habe und es gleich miterzählen kann, als auch die
Originalausgabe sehr, sehr geliebt. Und ich brauche unbedingt noch die Graphic Novel als Printausgabe. Aber habe ich noch nicht, werde ich mir irgendwann zulegen. Und da gibt es auch inzwischen eine zweite Graphic Novel, die ich auch unbedingt haben muss. So, weitergelesen habe ich ebenfalls Gotteslüge von Katrin Lange. Das ist der zweite Band der Pfarrers Iskander Trilogie. Hatte ich schon eine Weile hier liegen gehabt. 2017. Und nicht gelesen, warum auch immer. Und irgendwann habe ich dann wieder an das Buch gedacht, den ersten Band. Und dachte mir so, ja, den zweiten habe ich ja auch hier, eigentlich könnte ich es lesen. Und habe es so weggesuchtet und ja, mich gefreut, dass ich den zweiten Band hier habe und endlich gelesen habe. Dann natürlich, kann ich gleich weiter hochhalten, durfte Flüsterwald natürlich nicht fehlen. Ich habe ja schon von dem E-Book gesprochen und natürlich durften auch Band 4, der Staffelfinale von Staffel 1 und der Auftritt der zweiten Staffel nicht fehlen. Ich freue mich auf Februar, wo der zweite Band der zweiten Staffel erscheint und der Farbschnitt einfach weitergeht. Weil es gibt im Gesamten nachher ein Bild, wenn man sie so hinstellen würde, was ich sehr schön finde. Weil so sieht es ja doch ein bisschen schlicht aus. Da ist ja nicht so viel drauf, außer die Eule. Aber im Großen und Ganzen ergibt es dann natürlich Sinn. Und man sieht den Unterschied von der Dicke, ne? Band 4, Band 1. Vielleicht ist das Papier auch hier wieder anders, das weiß ich jetzt nicht. Manchmal erinnern sie ja die Papierstärke. Das habe ich ja bei Woodworkers schon erlebt. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsbuchreihen. Dann habe ich ja schon vorhin gesagt, dass ich die Trilogie unbedingt weiterlesen musste, und zwar Damage Academy Band 2, der für mich schwächste Band, nicht von den Charakteren her, sondern von dem Kommunikationsproblem zwischen den beiden. Hab mich irgendwann genervt. Das Ende von Band 2 ist aber, ouch, ihr solltet unbedingt jetzt schon Band 3 da haben, ist sehr empfehlenswert, um weiter zu lesen, weil das ist einfach nur so, oh mein Gott, was? Das ist eines der schlimmsten Cliffhanger, die ich jemals gelesen habe. Von daher, ouch. Aber auch richtig, richtig gut wieder. Wie gesagt, bis auf das Kommunikationsproblem. Dann endlich ging auch diese Reihe weiter. Und zwar Chris Carter, Blutige Stufen, der 11. Der 11.? Der 12.? Der, ich habe es vergessen, wie viel der aktuellste Band von Robert Hunter und Carlos Garcia. Ich liebe diese Reihe und ich bin hier wieder up to date. Genauso wie der Flüsterwald ist halt hier einfach nur. Es ist fortgesetzt, aber es ist ja noch nicht beendet. Deswegen sind sie. Ich hätte ja sonst immer gehabt, beendet oder auf dem neuesten Stand die Dinge. Und jetzt ist einfach sowas dann auf bei fortgesetzt, weil ich ja nie weiß, wie viele Bände kommen denn noch. Und ja, auf jeden Fall ist hier. Hallo Struppi. Jetzt der nächste Band. Auch hier. Dann nach Band 1 durften auch Band 2 und 3 nicht lange fehlen von der Schule der magischen Tiere. Wie schon eben erwähnt, gucke ich ja bei Karlchen, ob es die da gibt, weil. Die einfach diesen Rabatt, den man da kriegt, auch auf die Bücher packen, der eigentlich gar nicht sein darf, aber man nimmt, was man kann, ne? Und wenn nicht, muss ich es mir irgendwann woanders mal besorgen. Ist ja auch nicht so schlimm, aber ich liebe diese Reihe einfach so sehr und ich freue mich, wenn ich weiterlesen kann. Dann ebenfalls eine Reihe, die ich weitergelesen habe mit einem Buch, obwohl ich noch mehr Bücher hier habe. Nächsten Sommer von den drei Ausrufezeichen. Und hier ist auch mal was Special-Liges drauf. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Jedenfalls, ja, ist hier so ein 3D-Wackelbild drauf. Das kann ich. Ach, runter. So? Geht das so? Nee, ich glaube nicht. Dann hatte ich ja die Vorgeschichte von Dark Elements gelesen. Und das habe ich gemerkt, weil ich eben den ersten Band von Dark Elements lesen wollte, und zwar im Buddy Read. Und Steinerne Schwingen. Und ich war so überrascht von diesem Schreibstil von Jennifer Armstrong, weil ich ja noch nie was von ihr gelesen hatte. Und muss auch hier unbedingt weiterlesen. Ich habe aber bis jetzt nur Band 1 hier. Irgendwann kommt Band 2 zu mir, aber das wird noch ein Momentchen dauern. Ich hatte ursprünglich 2021 mit diesem Buch begonnen und dann aber irgendwie kurz vor Ende aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Warum auch immer, fragt mich nicht. Auf jeden Fall habe ich es im Januar erst beendet, und zwar Lockwood und Co. Band 4. Das flammende Phantom, was natürlich auch wieder richtig spannend und richtig gut war. Und das Ende auch so Wahnsinn war, dass man einfach weiterlesen möchte. Und ich bin froh, dass ich jetzt gerade Lockwood und Co. 5 lese. Ebenfalls zu Halloween habe ich dann Black Forest Heights 2 gelesen. Auch hier hatte ich das Problem, ich musste zwischendurch pausieren. Ja, mich nervt die Protagonistin ziemlich. Ich glaube, das hatte ich im ersten Band auch schon. Ich weiß, dass ich da auch pausieren musste. Ich freue mich, wenn ich jetzt den dritten Band lese und die Reihe abgeschlossen ist. Es ist die meine Lieblingsreihe. Es ist okay, aber wie gesagt, ich
bin gespannt, ob ich das mal einen Rutsch durchlesen kann oder ob ich wieder das Buch pausieren muss, weil mir die Protagonistin ziemlich auf den Zylinder geht. Ebenfalls weitergelesen von einer Endlosreihe habe ich einen Band, und zwar TKG, der blinde Hellseher. Ja, da brauche ich glaube ich auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, es kannte ich auch schon als, kannte ich das schon als Hörspiel, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auch das auch wieder TKG, typisch TKG. So, dann musste ich auch vielleicht weiterlesen. Und das habe ich, von wem habe ich das denn? Wo habe ich das denn? Ah ja, bei so einem Wichteln? Irgendwo, glaube ich, bei einem Wichteln. Osterwichteln? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich werde irgendein Wichteln bekommen. Und zwar Ascheblüte Band 2 von How to Be Happy von Kim Leopold. Den ersten muss ich mir auch noch unbedingt als Printausgabe zulegen. Habe ich aber noch nicht. Von daher ist nur Band 2 jetzt erstmal hier. Auch wieder richtig genial. Vor allem, wenn man nach Band 1 das Ende liest und denkt so, oh mein Gott. Und jetzt? Wie geht es da jetzt weiter? Und das erfährt man in diesem Band, was ich schon mal sehr, sehr schön finde. Und ich muss auch hier unbedingt weiterlesen, weil die Reihe ist einfach toll. Dann ebenfalls eine relativ lange Reihe, die irgendwie nach dem Tod der Autorin immer noch weitergeht. Und zwar Hani und Nani suchen Gespenster. Ja, auch wieder eine tolle Hani und Nani-Geschichte. Und jetzt kann ich wieder nicht weiterlesen, weil ich glaube, den nächsten Band habe ich noch nicht. Ja, da muss ich dann irgendwann mal gucken. Obwohl, doch, ich habe von Anja die Sammelbände bekommen. Von daher kann ich da tatsächlich doch weiterlesen. Das war jetzt total gelogen. Aber ja, dann kann ich ja doch mal weiterlesen. Mal schauen, wann. Okay, das waren die fortgesetzten Reihen und das waren insgesamt 19 Stück. Machen wir also weiter mit den beendeten Reihen und da brauche ich jetzt nicht Pause machen, weil der Stapel ist ziemlich übersichtlich. Ich kriege ihn nur nicht raus. Das ist nämlich dieser hier. Es ist nicht viel, ich fange trotzdem mit den E-Books an. Denn auch da gibt es ein paar. Und zwar zum einen Kindle Killer. Ist eine Kurzgeschichte und ist, wusste ich auch nicht, die Fortsetzung von die letzte Lesung von steht ein anderer Name drauf auf jeden Fall auch. Vorher war es mal Liv Oliver oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und jetzt steht ein anderer Name drauf, wenn ihr das jetzt seht. Ja, letzte Lesung war nicht meins, war überhaupt nicht gut. Und das hier war aber richtig gut. Also das hat mir richtig gut gefallen, war ich überrascht, dass mir diese Kurzgeschichte so gut gefallen hat. Ja, von daher lasst letzte Lesung oder lest letzte Lesung, wenn ihr das unbedingt lesen wollt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Das ist schon ewig her, dass ich diese Bücher hier habe. Aber ja. Und dann habe ich auch noch, ich habe es ja schon angekündigt, Ein Winterwunder für Little Falls gelesen von Karin Bell. Die Reihe ist nun tatsächlich beendet, was ich sehr traurig finde. Ich würde so gern 1000 Jahre nach zurück in die kleine Stadt Little Falls gehen und noch mehr mit den Charakteren erleben. Aber ja, auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung für Wohlfühlbücher. Gibt es natürlich nicht nur als E-Books, auch als Printausgaben für diejenigen, die keine E-Books lesen. So, dann habe ich gelesen Trigger, Band 3 im Prinzip. Überall wird es eigentlich erst Band 2, weil es eine lose Lesung oder lose Erzählung deklariert, aber es ist eigentlich Band 3, das böse Kehrt zurück, weil es gibt Trigger, Phobia und dann Trigger, das böse Kehrt zurück. Es soll Leute geben, die gesagt haben, man kann das Buch unabhängig von den anderen beiden Büchern lesen, würde ich nicht empfehlen, weil es genau darauf eingeht, was in den anderen beiden, vor allem im ersten Band passiert. Es geht halt nahtlos aneinander über, also würde ich es auf keinen Fall einzeln lesen, sonst würde ich euch absolut spoilern und das wäre nicht schön. Hat mir gut gefallen und ja, bin froh, dass ich es gelesen habe und der Akku blinkt. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Da sagt sie noch, ich muss mich beeilen und zack, war der Akku aus. Dann geht's also jetzt weiter mit den restlichen Büchern. Und zwar Ohne Ausweg, der dritte Band der Faras Askander-Reihe oder Trilogie von Katrin Lange. Der für mich schwächste Band der Trilogie. Nichtsdestotrotz auch schön, aber wie gesagt, ein bisschen schwächer als die andere. Hat, glaube ich, dann 4 Sterne bekommen von mir statt 5. Aber ich finde die Trilogie trotzdem sehr, sehr lohnenswert. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Im Lesemod auch dazu mehr erzählt. Und auch in meinem Jahreshighlights waren 2 auch mit bei und so weiter und so fort. Genau. Ebenfalls beendet habe ich Dumbledore Academy. Und da kann ich gleich sagen, es ist die einzige Reihe, Trilogie, was auch immer,
die ich im Jahr 2022 komplett gelesen habe. Ja, eine Reihe komplett, der Rest ist einfach nur begonnen, fortgesetzt oder beendet. Und ebenfalls beendet ist die Trilogie von Netersum von Lisa Rosenbecker. Musenherz, auch wieder ganz, 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 ganz großartig, vor allem, weil es hier ganz viel um die Akademie geht. Sehr, sehr schön. Und ja, es wird auf jeden Fall weitere Bücher im Netersum-Universum geben, aber eben andere Setting oder nur Akademie. Ich weiß es gar nicht. Ich lasse mich überraschen. Deswegen freue ich mich, dass es trotzdem noch Netersum-Bücher gibt, außerhalb dieser Trilogie. Und ja, ich freue mich darauf, wenn es weitergeht. Und das war jetzt tatsächlich alles. Ich habe insgesamt, hatte ich gesagt, wie viele vorgesetzte Reihen ich habe? Das waren 19. Beendete Reihen waren 6. Also wurde immer ein bisschen weniger. Ich habe viel mehr begonnen, als ich dann beendet habe, vorgesetzt habe. Wobei, wenn man die fortgesetzten und beendeten Reihen dazu zählt, sind es sogar 1 mehr, als ich angefangen habe. Naja, da sind ja auch einige bei, die ich schon angefangen habe. Egal. Ja, ein paar Sachen sind ja in jeder Kategorie bei gewesen. Oder zumindest, geht auch in jeder Kategorie. Damage Academy war in jeder Kategorie. Sonst ja keins, aber genau. Ja, eine endlos Liste an Büchern, die ich halt irgendwie zu Reihen gehöre. Das ist Wahnsinn, wie viele Reihen es insgesamt gibt. Und es ist ja nur ein Bruchteil von dem, was hier noch rumsteht. Von daher bin ich sehr gespannt, was im Jahr 2023 mit den Reihen passiert. Ich habe ja meine Reihen-Abbau-Challenge. Von daher kann man gespannt sein, ob ich da noch mehr Reihen beende, als jetzt nur 6 im letzten Jahr. Wobei immerhin 6. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ihr könnt mir gerne mal erzählen, was ihr für Reihen gelesen habt, was ihr begonnen habt, vorgesetzt habt oder beendet habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und bis dann. Bye, bye.